Hey, Sotte Leon hier mit einem neuen Video aus Escape from Tarkov. Ich bin hier auf Customs unterwegs und habe euch einen Raid aufgezeichnet, der mir persönlich sehr gut gefallen hat, weil einfach hier in der Spawnzone nicht diese Instant-PvP-Jagd begonnen hat, sondern sich über die Zeit im Raid ein bisschen Spannung aufbauen konnte. Ich habe wirklich ein bisschen suchen müssen, wo eigentlich die Gegner auf der Karte sind. Und in der Mitte des Raids ungefähr gab es dann entsprechend einen recht angenehmen Höhepunkt, den ich euch nicht vorenthalten will. Von daher wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao! Alles still. Der sieht nicht gegiert aus. Mal schauen. Das war der Hatchling. Hm. Okay. Oh. Nummer zwei. Keine Schüsse bisher. Ist auch niemand. Wenn jetzt schon Skeffs unterwegs sind, dann scheinen hier nicht viele zu sein. Scheinen die alle auf der anderen Seite gespawnt zu sein. Mal schauen. Die ganzen Skeffs hier schon hin. So, was hattest du? Hm. Skeff-Packpack. Eine Macke drauf, echt.
Sniper lebt noch. Und jetzt nicht mehr. Und der nächste. Nur Skeffs. Wo sind die ganzen Spieler? Doch noch jemand da. Na, mal schauen, wo du steckst. Es waren auf alle Fälle gesilenzte Schüsse. Irgendwo hier hinten. Alles klar. Da ist die Party. Zumindest ist einer drin. Scavs. Scheiße. Wow. Ja, ich bin einmal da. Scheinen die einzigen beiden gewesen zu sein, ne? Keine Bewegung mehr. Dann schauen wir mal. Eine Welle. Ah. Muss ich einen Rucksack nehmen? Heute ist doch was Größeres hier, ne? Ja. Oh, nice. Vier.
mit. Besuch. Die will nicht weg. Stimmt, die haben ja geschossen hier. Da liegt ja noch mehr. Die, der hat einen Trisip. Oh wow, die kann ich nehmen. Danke. Au, au, au. Shit. Ich habe zu lange gebraucht. Klar, dass noch jemand da ist. Echt jetzt? Er schießt mich an und dann geht er looten? Oder warst du das nie? Zu. Ich krieg's nicht weg. Naja. Okay. Sitzt hier noch einer oder nicht? Was soll's? Ich muss hier raus. Das sollte reichen. Auf geht's.
Ja, so kann es laufen, wenn man ungeladen auf eine Party kommt und niemand mit einem rechnet. Ich muss sagen, ich hatte natürlich ein bisschen Glück, dass das Feuergefecht genau dann gestartet ist, wenn als ich die beiden Scavs vor Dorms erschießen musste, denn die hätten mich über kurz oder lang entdeckt und hätten meine Positionen verraten. Und auf die Weise hat es also offensichtlich niemand mitbekommen. Und ich konnte meinen ersten Kill da an der Tür recht einfach setzen. Und ja, der Rest ist Geschichte. Ja, und das ist genau das, was mich nach wie vor an Tarkov fasziniert, dass man nie weiß, was einem letzten Endes in dem Raid passiert. Ihr habt es gesehen, der Raid hat sehr, sehr ruhig angefangen. Es waren im Prinzip nur Scavs. Und wenn ihr hier jetzt die Liste seht, am Ende waren es, ich glaube, insgesamt 14 Kills. Ja, gehen wir runter. Yusek, Yusek, ja. Ist dann doch mehr passiert, als man eigentlich gedacht hat. Wenn euch die Runde gefallen hat oder auch wenn nicht, schreibt es in die Kommentare, lasst mir ein Follow da und bis bald.